Hallo zusammen! In diesem Vlog zeige ich euch, wie ich den 13. Juli 2021 erlebt habe. Es war mein 30. Geburtstag und zwei meiner besten Freunde haben geheiratet. Am 10.7. bin ich mit einem Freund zusammen in den Norden Deutschlands gereist. Alex wohnt in der Nähe von Bremen und lebt in einem ca. 140 Jahre alten Haus mit viel Charme. Er war die erste Person, die ich über YouTube näher kennengelernt habe und mit der ich im Jahr 2021 seit 10 Jahren super befreundet bin. Alex' Ehefrau, Steffi, kommt allerdings aus dem tiefsten Bayern. Beide haben sich tatsächlich vor vielen Jahren über mein Tomb Raider 4 Let's Play kennengelernt und ergänzen sich wirklich gut. In vielen Fotos und Videos werdet ihr gleich die Farben Grün und Weiß sehen und das hat eine besondere Bedeutung. Beide sind große Fans des deutschen Fußballvereins Werder Bremen. Leider konnte die Feier wegen der Corona-Pandemie nicht, wie ursprünglich geplant war, im Fußballstadion stattfinden. Daher mussten die beiden kurzfristig neu planen, weshalb die Feier in Alex' Garten stattgefunden hat. Trotz aller Änderungen hatte die Hochzeit also nach wie vor eine starke Werder Bremen-Note. Und ganz ehrlich, die Feier im Garten war im Nachhinein vielleicht sogar die schönere Variante für alle, weil die Umgebung einfach persönlicher ist. Bevor die Hochzeit am 13.7. stattfinden konnte, haben wir einiges vorbereitet. Nachdem die große Pagode und die mobile Bar vom Partyservice aufgebaut war, haben wir dort Tische und Stühle sowie Dekoration überall im Garten angebracht. Es war sehr warm und recht windstill, weshalb das Ganze etwas anstrengend war, aber es hat sich absolut gelohnt. Tobi ist verschwunden. Ja, kommt ja noch viel. Ja, viele Einzelflaschen, das könnte mir jemand vielleicht helfen. Meinst du? Mhm. Das ist der Alex, das ist die Steffi. Genau. Oh, so. Steffi hat die Beine verloren. Also seine? Die Beine habe ich. Achso, ich habe seine verstanden. Oh, Herr Flattermann, was war denn Ihre Lieblingsaufgabe vom Schmücken heute? Was hat Ihnen am besten gefallen von all den schönen Sachen? Das Aufpusten der Ballons, das war recht einfach. Der Rest war doch auch wunderschön, oder? Ja. Keine Lust mehr. Und dann war der Morgen angebrochen. Und Alex war keine 20 Meter weit gefahren, schon fiel die erste Werder Bremen-Fahne vom Auto. Zuerst fand die offizielle Trauung im Standesamt statt. Als wir danach wieder zum Parkplatz gingen, waren an Alex' Auto wie durch Zauberhand Luftballons angebracht worden. Und auch hier, wir waren keine 30 Meter gefahren, schon fiel ein Teil der roten Herzballons vom Auto und blieb mitten auf der Straße liegen. Das konnte ich natürlich nicht mit ansehen und habe sie pflichtbewusst aufgesammelt. Bevor wir wieder bei Alex daheim eintrafen, fuhren wir zu einem nahegelegenen See, um dort ein paar Fotos zu schießen. Zum Glück hatte es den ganzen Tag lang keinen einzigen Tropfen Regen gegeben. Nach der Wiederankunft bei Alex haben wir die Gunst der Stunde genutzt, um vor der Haustür ein paar weitere Fotos zu schießen und hier boten sich dann auch die Herzballons prächtig als Dekoration an, als wäre alles so geplant gewesen. Später am Vormittag trafen dann die restlichen Hochzeitsgäste ein, die, natürlich regelkonform, alle bereits geimpft oder negativ getestet waren, also keine Sorge. Eins unserer vielen Highlights an diesem Tag war der Pfarrer, der nicht nur extrem sympathisch, sondern als Bayer sogar großer Werder Bremen-Fan ist. Um 13 Uhr begann dann eine freie Trauung im Garten. Ja, jetzt wäre vielleicht noch zu klären, wie seid ihr eigentlich zusammengekommen? Auch das eine sonderbare, wahnsinnig nette Geschichte. Wie kommen zwei Menschen zusammen aus unterschiedlichen Ecken der Republik? Alex' Hobby ist das sogenannte Let's Playen. Ich konnte vorher gar nichts damit anfangen. Also Videospiele, die aufgenommen werden und dann kommentiert werden. Steffi hat sich darauf mal eingelassen. Und ihr erster Eindruck, Originalton, ich sage das jetzt so ungeschützt, das sind zwei merkwürdige Typen, die da auftauchen in diesem Video. Also wirklich, ja, so nach dem Motto, unbeholfen gehen sie mit Worten durch das Videospiel, ja, und ständig bringen sie Werbung aus den 80er Jahren mit hinein, zum Beispiel Rügenwalder Teewurst oder Alpitz in Forte für guten Haarwuchs und so weiter. Ja, spannend. Liebe ist ein seltsames Spiel, ja.
Zwei Namen tauchten dabei immer wieder auf bei diesen Chatten. YouTuber Dave Durden TV. Hier sitzt er. Heute Geburtstag. Alles Gute. Dankeschön. Also Glückwunsch. Auch das passt gut zusammen heute. Ja. Ja. Einmal darf er noch. Ja, und jetzt eine schöne Feier. Zieht hinein ins Leben. Ich hoffe, wir begegnen uns wieder mal. Das wäre schön. Stimmt. Ja, freut mich. Jetzt feiern wir richtig. Ja. Ja, nun? So schneiden Sie jetzt. Wie soll wie bei uns schneiden? Quer durch oder so? Oder? So? Oder so? So? So, dass die Liebe lange hält. Och, du Scheiße. Es geht nicht, wir brauchen Hammer und Meißel. Alter. Das kann man nicht schneiden. Doch, kann man. Ja. Boah. Ihr macht das sehr gut. Ja. Alter, was war denn los? Ich hab da keine Ahnung von. Das geht nicht. Ups. Ich mach das nochmal eben ab hier, weil sonst ist er doof. So. Ja, jetzt muss gelöffelt werden, denke ich mal. Ne? Das geht doch. Ist ja gar nicht so schlimm. Ich hab da keine Ahnung von. Das ist aber geil gemischt hier. Vielleicht habt ihr es auch erkannt, über seiner Stola trägt er tatsächlich noch einen Werder Bremen-Schal. Neben liebgewonnenen Leuten aus Alex' Familie und Freundeskreis habe ich auch viele neue Leute kennengelernt. Besonders schön waren die Gespräche mit Steffis Mutter Edith, Tobi, Timo, Sarah, Nathalie und Kim. Ihr seid echt cool und ich freue mich schon, euch mal wiederzusehen. Jetzt wird der Brautstrauß geworfen. Ja, hau mal raus. Doch. Das Mädchen, das empfängt, ist die nächste, die heiratet. Nein, ich warte, dass alle da sind. Also alle heiratswilligen Damen. Nein, alle heiratsfähigen. Wie heiratswillig, eben wollte ich gerade sagen. So, sind denn alle da? Das hat überhaupt keinen Sinn, sich in die Mitte zu stellen, wenn ich nicht in die Mitte werfe. Ne? Ich meine ja nur. Sind alle da? Okay, alle da? Und ja, auch ich hatte definitiv meinen Spaß. Nicht nur an diesem Tag, sondern in der gesamten Woche, in der ich zu Gast war. Übrigens, ihr findet Links zu Alex und Steffis YouTube-Kanälen mit deutschsprachigen Let's Plays in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Dave. Isenborn, was? Isenborn, voll open door Reihe. Und das heißt? Bahnschrankenwärter.